Hi, in diesem Video will ich erklären, was eine proportionale Zuordnung ist. Eine proportionale Zuordnung ist ganz wichtig in der Mathematik und heißt letztendlich erstmal, ganz flach gesprochen, je mehr, desto mehr. Kleines Beispiel, 2 Melonen kosten 10 Euro, 4 Melonen kosten dann 20 Euro. Das heißt, wenn wir das ganze Schema jetzt, Melonen und Preis, in ein Koordinatensystem einzeichnen würden, hätten wir hier eine x-Achse und hier eine y-Achse. Auf der x würde die Anzahl der Melonen stehen. Hier hätten wir 0 Melonen, 1 Melone, 2 Melone, 3 Melone, 4 Melone. Und dann hätten wir hier 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro und hier wird der Preis in Euro stehen. Wir hätten bei 2 Melonen 20 Euro gehabt und bei 4 Melonen 40 Euro. Jetzt können wir hier einen Strich durchziehen und dann sehen wir schon ganz wichtige Erkenntnisse zur proportionalen Zuordnung. Zum einen das Folgende. Wir sehen hier dran, desto mehr Melonen wir haben, desto höher wird auch der Preis. So können wir jetzt zum Beispiel ablesen, dass 3 Melonen 30 Euro wären und eine Melone 10 Euro. Und was noch wichtiger ist, 0 Melonen sind 0 Euro. Ganz wichtig, eine proportionale Zuordnung geht durch den Nullpunkt. Und der Nullpunkt ist 0, 0. Dort, wo 0, 0 ist, ist der Nullpunkt. Und da geht eine proportionale Zuordnung durch. Und das hier wäre ein Beispiel für eine proportionale Zuordnung. Man könnte auch andere Werte nehmen, wie zum Beispiel Birnen und Preis oder Bauarbeiter und wie viel Gehalt sie kriegen. Hauptsache, je mehr, desto mehr. Und das ist letztendlich eine proportionale Zuordnung. Wir wollen auch einmal kurz resümieren. Bei einer proportionalen Zuordnung haben wir je mehr, desto mehr. Und das kann man ganz einfach im Zusammenhang bringen. Man hat eine bestimmte Anzahl an Melonen, daraus folgt ein bestimmter Preis. Aus einer anderen Anzahl von Melonen kann man einen weiteren Preis ableiten. Wichtig ist dabei, dass 0 Stück 0 Einheiten sind, also dass das Ganze durch den Punkt 0, 0 geht. Und die ganze Zuordnung kann man dann in einem Koordinatensystem einzeichnen. Dort haben wir dann eine x- und eine y-Achse. Y wäre hier der Preis in Euro drin. Das Ganze lässt sich dann auch mit dem Dreisatz berechnen. Der Dreisatz ist auch ganz einfach aufzustellen. Der Dreisatz funktioniert letztendlich wie folgt. Wenn wir jetzt haben, Wert 1 entspricht Wert 2, dann entspricht Wert 3 Wert 4. Dann ist ganz allgemein gesprochen, Wert 2 mal Wert 3 durch Wert 1 gleich Wert 4. Okay, das wollen wir jetzt noch einmal kurz üben. Wir haben 2 Melonen, die entsprechen 10 Euro und 9 Melonen entsprechen Fragezeichen. Dann nehmen wir Wert 2 und Wert 3 und multiplizieren die, also 10 mal 9 und teilen durch Wert 1 durch 2 und sollten dann Wert 4 herausbekommen. Das wären 90 durch 2, das wären 45. Das heißt, 9 Melonen entsprechen 45 Euro. Das kann man immer so rechnen, wenn man das wie folgt aufschreibt. Wert 1 entspricht Wert 2, Wert 3 entspricht Wert 4. Dann muss man Wert 2 und Wert 3, also das was über Kreuz ist, multiplizieren und dann durch oben links dividieren. Und dann erhält man das Ergebnis. Ein genaueres zum Dreisatz bringe ich nochmal in einem separaten Video. Aber wichtig ist, bei einer proportionalen Zuordnung kann man immer den Dreisatz verwenden. Und für alle
die eine schnelle Auffassungsgabe haben, sollte bereits dieses Schema klar geworden sein. Für alle anderen kein Problem, es wird ein weiteres Video geben. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder.